Dreimal nachstocken, 30 Angriffe. Von Angriffsreichkarten etwas. Wie muss ich das machen? Einfach noch dazu? Ah, okay. Eis habe ich auch noch. Okay, aber ich möchte bitte auswählen. Ich habe zu viel Kraftpunkte, also ich darf gar nicht so viele Karten reinnehmen. Jede Karte hat eine bestimmte Anzahl an Punkten und wenn ich zu viele habe, dann... Fächer und lege die Kombi-Taste mit einer Karte deiner Wahl. Mach mal noch eine relativ starke. Ich könnte auch eine 0 machen. Eine 0 ist vielleicht besser. Die durchbricht ja alles. Aber ich entleere erstmal den Dings. Wir machen von vorne. Und zwar 1 und 2 lasse ich raus. 3 nehme ich rein. Achso, also je höher die Karte, desto mehr Punkte zum Teil. Ne, immer, außer die erste. Die hat natürlich. Die 0 ist natürlich am wertvollsten. Ich dachte am Anfang, KP sind Kraftpunkte oder so, aber. So, eine Nullkarte packe ich mir hier und jetzt kommen die Zauber erstmal. Beschwörung. Dann aufstocken. Okay, ich brauche auf jeden Fall noch Heilung. Und noch eine Nullkarte vielleicht und damit bin ich schon fertig. Kann ich keine von den Angriffskarten reinnehmen. Ach halt, die brauche ich auch noch. Das heißt, ich muss irgendwas rausnehmen. Wie nehme ich etwas raus? Karten entfernen. Ah, da. Das hat nicht viel Punkte gebracht. 50. Nehme ich den einen Zauber raus. Das sind immer noch 10. Was gibt 10? 11, 1, 2, ja, na gut, brauche ich eh nicht. Ich wollte doch gar keine 2 haben. Ich frage mich gerade, warum ich die überhaupt drin habe. Achso. Jetzt habe ich wieder 20 Punkte über. Könnte ich eigentlich den reinnehmen? Der macht 40, okay. 30. Gucken wir uns den mal an. Und nehmen noch eine raus, okay. Manövrieren. Achso, Feuer und Feuer ist Feuerer. Macht Sinn. Vollgas, dreimal Feuer dann, na klar. So muss man also auch noch Kombos rauskriegen. Ordnen ist Select. So, jetzt hat er die Lücken zu. Die letzte Karte ist die Aufstockkarte. Okay, das sieht doch schon besser aus. Die 0 wollte ich... Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Ach, sortieren. Ich wollte noch schnell meine Dings setzen, meine... Kombi-Taste. Und da habe ich gesagt... Hätte ich gerne die 0. Gut, dann haben wir das eigentlich fertig. Raumkarten kann man sich angucken, Weltenkarten. Was kam denn beim Dings als nächstes? Danach kam Alice, glaube ich. Agrabah war eins der letzten. Bei Kingdom Hearts 1 werden alle generierten Räume gelöscht. Kehrst du später wieder zurück, musst du neue Räume mit neuen Raumkarten generieren. Ach du Scheiße.
What's wrong, Jiminy? Well, you see, what Axel said back there worries me. What could he have meant by, you may no longer be who you are? I may no longer be me. How can I be anyone else? Of course. Still, you can't be too careful. Yep. Feels like just about anything could happen here in Castle Oh, yeah. Now I remember. We'll be okay. Whatever it is they're cooking up, we'll be able to handle it together. Course we will. Like that creepy castle we explored together. The one with all those weird contraptions. When was that? I can't remember. What was it called? Gorge. Oh, it was, Holler? Sorry, I can't remember. What? Stop goofing around. Goofy, sure you didn't make it up? I don't think so. Trophäe erhalten, Karte der Erinnerung. So, jetzt haben wir... Du kannst dich frei zwischen Stockwerken teleportieren, die du bereits absolviert hast. Stelle dich davor und drücke Dreieck, um das Menü für das Weltentor aufzurufen. Wollen wir noch mal reinschauen. Achso, da ich mich noch nicht entschieden habe, gibt's auch noch nichts anzugucken. Welche nehmen wir? Alice im Wunderland war, glaube ich, die erste. Dann Agrabah. Und Tarzan. Nicht Agrabah. Olymp, Tarzan. Agrabah und dann kam erst Monstro. Hey, da kommt wer. Ich komme zu spät, ich komme viel zu spät. Die Königin wird böse sein. Komme ich zu spät zum Prozess, heißt es ab mit meinem Kopf. Was meinst du damit, ab mit deinem Kopf? Bei Feld und Bartan, ich komme viel zu spät. So ein friedlich wirkenden Ort klingt das ganz schön gefährlich. Schlüssel des Anfangs. Karte. Da komme ich scheinbar noch nicht lang. Der war ja schnell. Ja.
hitten, wenn ich die Magie kombiniere. Stimmt nicht. Fire! Freeze! Heal! Ja! Ja! Rush! Nichts. Ja. Ja. Fire. Neuer Gegner. Power. Heal. Ich hatte tatsächlich meinen Simba blockiert. Fire! Heal! Ja, 6 Attacken kann das sein? Nee, 5 auch. Fire! Heal! Roulette-Raum hatte ich auch noch nicht. Neue Kombination. Mache ich doch erstmal das und dann. Betäube umstehende Gegner mit einem einzigen Schlag. Aktivierung 3 Angriffskarten gleichen Typs. Gesamtwert muss zwischen 20 und 23 sein. 7, 14, 21. So, 7, 8, 9 geht dann auch. So, wie komme ich denn jetzt in die Räume? Ja, ja! Ja! Hier kam ich ja her. Ja. Verstehe ich nicht. Okay, es ist noch alles so, wie ich es hinterlassen habe. Kriege es nicht kaputt, dann muss ich Gegner töten wahrscheinlich. Ist irgendwas passiert? Ado-Wampe? Kam die wirklich schon hier? Ich dachte, die kam. Ach ne, in Agrabah war die stärker auch. Hier, Schweine. Also das Kampfsystem ist echt gewöhnungsbedürftig, weil man muss halt echt gucken. Und eine Attacke kann halt jederzeit unterbrochen werden, weil der Gegner noch eine stärkere Karte spielt. Power! Ich hab's endlich mal geschafft, Simba zu spielen. Guilty! Royal! Friedlicher Schatz. Cool. So, mindestens ein Flieger war hier noch. Jetzt sind alle Türen offen. Also, das führt in einen Schatzraum wahrscheinlich. Die Karte habe ich noch nicht, brauche ich gar nicht gucken wegen der roten.